Hallo liebe Moviepiloten, ich habe es bereits angekündigt im Mandalorian-Video. D23 beschäftigt mich, so viel wurde gedroppt. Marvel, ich wollte gerade DC sagen, ja DC, als ob. Marvel, Star Wars, Pixar tatsächlich auch. Etliche Disney Live-Action-Remakes. Übrigens, wer braucht Mufasa-Spin-Off? Hand hoch, wer braucht ein Mufasa-Spin-Off? So viele also, hä? Huh? Ja, was ist das? Mufasa the Golden Years? Okay. Ich fand's lustig, dass das bekannt gegeben wurde. Ich weiß, vielleicht findet ihr es gar nicht so. Ich finde es verdammt witzig, dass Mufasa jetzt seinen Spin-Off kriegt, weil. Scheiße. Okay, ganz egal. Aber natürlich gibt es auch eine Menge aus dem Hause Marvel. Und ihr kennt mich, ich war dieses Jahr nicht gerade so der begeistertste Marvel-Fan, was schade ist, weil ich finde, Phase 4 wurde eigentlich wirklich gut losgetreten mit WandaVision und mit Loki, das mochte ich auch sehr gerne. Ha, Spider-Man No Way Home bleibt für mich so ein Sony-Film in erster Linie, deswegen habe ich den auch letztes Mal nicht erwähnt. Aber generell, Phase 4 ist für mich brutal Hit und Miss, also... Wow, teilweise haben wir wirklich super, super Content und teilweise haben wir... Also, She-Hulk ist mittlerweile auch ein Synonym für schlecht, oder? Ganz egal, wir haben den ersten Trailer bekommen für die eine Sache, auf die ich mich aus sehr verrückten Gründen freue, und zwar Werewolf by Night. Was ich von dem Trailer halte, das verrate ich euch jetzt. Doch Achtung, hier kann es immer wieder zu Spoilern kommen, was das gesamte MCU angeht. Bitte sage ich dessen bewusst. Alles Disclaimer wurde geslammt. Legen wir los. Okay, also als uns versprochen wurde, dass wir eine Werwolf-Story kriegen im Marvel Cinematic Universe, dachte ich mir, was zur Hölle? Also ja, ich weiß, dass es einen Comic gibt, aber... Ich weiß, dass Marvel sich häufig nicht traut, so richtig in ein anderes Genre zu springen. Das haben sie tatsächlich mit WandaVision, aber zum Beispiel Moon Knight. Ich finde, wir alle können uns darauf einigen, dass Moon Knight zumindest mehr Potenzial hatte als das, was wir letztendlich bekommen haben. Und ich war ein bisschen müde von Phase 4. Und wenn ich so an klassische Filmmonster denke und das irgendwie in einen Kontext bringe mit Marvel, dann denke ich an einen Sony-Marvel-Film namens Morbius. Und den kann euch Jeff Goldblum perfekt zusammenfassen. That is one big pile of shit. Danke, Jeff Goldblum, dafür. Aber okay, ich will ja nur mal eine faire Chance geben. Und wenn sie mir dann noch sagen, das wird ein Halloween-Special, dann kriegen sie mich bei einem sehr persönlichen Nerv. Denn ich bin Halloween-Fan. Ja, im Oktober wird es wieder Halloween-Content geben. Spoiler-Alarm, selbst Hardy wird mit vor die Kamera kommen. Und wir werden richtig, richtig abnerden, was Horrorthemen angeht. Deswegen bitte, bitte, bitte schaltet ein. Wird lustig, wird gruselig, weil guckt euch meine Visage an. Ist die nicht gruselig? Ganz egal. Wir haben den ersten Trailer jetzt zu Werewolf by Night bekommen. Und ich muss sagen, wenn diese Serie das Versprechen einhält, ist es eine Serie? Das ist keine Serie, es ist ein Special, das heißt, es muss ein Film sein. Wenn dieses Special, ich nenne es jetzt einfach Special, ich nenne es nicht Film, ich nenne es nicht Serie, ich nenne es Special. Weil Special kann ja auch eine Miniserie sein, oder? Ganz egal. Wenn sie das einhält, was uns dieser Trailer verspricht, könnte das genialste Projekt von Phase 4 werden. Weil das Besondere ist, es geht wirklich los wie die Grindhouse-Trailer aus dem Hause Robert Rodriguez und Tarantino. Wenn ihr die kennt, falls ihr das Double-Feature gesehen habt, Planet Terror und Death Proof, gab es solche richtig verrückten Fake-Trailer wie Machete, daraus wurde ja dann tatsächlich ein Film gemacht, Werewolf Women of the SS, Hobo with a Shotgun, Don't. If you are thinking of seeing this film alone, don't. All diese Trailer haben uns suggeriert, dass wir tatsächlich gerade einen Film gucken. Das heißt, manchmal ist die Filmrolle gerissen, das Bild war nicht scharf, manchmal wurde der Film angehalten und so weiter und so fort. Und natürlich die klassische Epic Trailer Voice. Werewolf by Night. Genau das haben wir jetzt bei Werewolf by Night. Wir haben die klassische Trailer-Voice, die ich nie mit dem Marvel Cinematic Universe assoziiert habe, aber sie jetzt total liebe, weil sie hier reinpasst. This Halloween, Werewolf by Night. In schwarz-weiß. Okay, ich hoffe, das ist kein Gimmick für den Trailer. Also ich will, dass die Nummer in schwarz-weiß ist und dass man auch genau so ästhetisch damit umgeht. Weil das bedeutet erstens, die trauen sich ja häufig nicht, so ein bisschen gewalttätig zu werden, obwohl es eine Horror-Story ist. Ich finde, wenn man das Format schwarz-weiß benutzt, kann man das gut umgehen und mehr andeuten, als dass man tatsächlich zeigen darf. Und es kann immer noch spooky sein.
Gleichzeitig will ich den Trash-Faktor haben. Wir sehen das schon wie so eine Art Zombie, weil von dem, was ich verstanden habe, plotmäßig, und ich kann mich komplett irren, sieht es so aus, als wären mehrere Leute eingeladen worden zu einer Jagd und einer unter ihnen ist tatsächlich ein Werwolf. Das bedeutet, zum einen können wir ein Kammerspiel haben und zum anderen haben wir halt eine klassische Story wie die Universal Monster. Dracula, der Wolfmensch, Creature of the Black Lagoon und so weiter und so fort. Das klingt für mich alles wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Und persönlich, ich habe den Trailer gesehen und da war kein Standout-Schauspieler. Und ich finde das irgendwie mal sehr erfrischend, weil du guckst dir diese Marvel-Filme an und du kennst diese Schauspieler, die sind so ikonisch. Und das wirkt eher so ein bisschen klein, so ein bisschen schmutzig. Das war für mich auch ein bisschen die Hook für WandaVision. Ja, man kannte Paul Bettany und Elizabeth Olsen, aber der Stil, den wir dort hatten, dass mit Sitcoms gespielt wurde, dass das Bildformat sich verändert hat, das war nicht nur für die Trailer-Kampagne. Das haben sie wirklich durchgezogen. Ich habe das Gefühl, wenn sie das hier nicht machen, werden sich schon 80% der Leute, die den Trailer gefeiert haben, aufregen. Ich wäre einer davon. Aber von dem, was sie uns bisher gezeigt haben, bin ich definitiv begeistert. Und haltet euch fest, in der kurzen Sequenz, in der wir den Werwolf tatsächlich sehen, ist es ein Kostüm, zumindest sieht es so aus. Was geil ist, weil erstens, das passt zu dem Oldschool-Flair, es soll ja an die Schwarz-Weiß-Film-Ära erinnern. Zweitens sieht das CGI bei Marvel zurzeit häufiger beschissen aus, als sie wollen. Ich meine, She-Hulk sieht aus wie ein PlayStation 2 FIFA-Charakter und diese komischen, was waren das? Diese komischen Wüstenhunde da aus Moon Knight, die sahen ja auch einfach nur beschissen aus. Das sieht ganz anders aus. Man spielt auch mit Schatten. Ich meine, POV-Shots, wie eine Frau irgendwie Angst davor hat, wie sich jemand entwickelt. Ich will auch eine geile Werwolf-Transformation sehen. All das könnten wir kriegen. Ein Genre-Piece im MCU. Ich brauche keine Querverweise. Ich muss nicht irgendwie herausfinden, dass der Werwolf eigentlich nur Stark-Technologie ist und es damit zu tun hat, dass Sylvie jemanden umgebracht hat. Deswegen haben wir einen alternativen Zeitstrang. Den ganzen Scheiß brauche ich nicht. Gebt mir eine gute Werwolf-Story im MCU. Hab ein bisschen Spaß damit, weil der Trailer sieht ja auch so aus, als hätten wir schwarzen Humor. Und ich bin absolut am Start. Das Projekt hat mich persönlich am meisten abgeholt und ich bin wirklich heiß drauf. Passend zu Halloween werde ich einschalten und werde euch dann verraten, was ich davon halte. Aber erstmal probiere ich, vorsichtig optimistisch zu sein. Das sind meine Gedanken zu Werewolf by Night. Jetzt frage ich euch, hat euch der Trailer gefallen? Findet ihr ihn eventuell komplett kacke? Das kann ja auch sein, dass ihr mal auf der anderen Seite seid als ich. Schreibt mir das alles in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.